und ruf mich an, an Tage der Not. Ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Amen. Was tun am Tag der Not? Wir können nicht durch das Leben gehen, ohne diesen Moment der Not zu erleben. Diese Tage der Not kommen für jeden, egal ob man reich oder arm ist, ob man in Ruhestand, verheiratet oder alleinstehend ist. Wir alle erleben diese Tage der Not. Das erstickt in der Seele, die in Emotionen quält. Dieser überwältigende Sturm, der dein Herz trifft, diese Knoten in deine Kehle. Was tun am Tage der Not? Jesus, Gott, ladet uns ein, ihm anzurufen. Was macht man, wenn du zu Hause bist und versuchst, er dich anzurufen? Du probierst und ist es immer beschäftigt oder ist immer. Und was machst du weiter? Probier wieder später, oder? Und dann probier wieder, bis du dann abend Eddie kriegst und sagst, Eddie, ich brauche die gemeinte Schlüssel. Kann ich vorbei morgen kommen und holen? Ja. Man gibt nicht auf. So ist das mit Gott. Jakob hat den Engel gefasst und gesagt, ich lasse dich nicht gehen. Er sagt, lass mich gehen, es ist schon morgen. Nein, ich lasse dich nicht gehen, bevor du mich dann segnest. Unser Problem ist, dass wir manchmal, wir geben auf so schnell. Ja, aber wir sollen einfach ständig sein, so wie Jesus diese Beispiel gibt von dieser Witwe, die kommt immer zu diesem Richter. Ne? Und weil sie immer da war, er sagt, Mann, ich muss diese Situation erledigen, dass diese Frau, ich möchte diese Frau nicht mehr sehen. Ja, und so sollen wir auch sein. Halleluja, Gemeinde. Hey, wir sind lebendige Gemeinde. Wir dienen einem lebendigen Gott. Es ist genug, die Zeit zu schlafen. Es ist genug, die Zeit zu trösten und trösten und trösten. Dieser Trost kommt nicht zu Ende. Wir brauchen jetzt Mut, einfach Feuer. Feuer, so wie, ja, Feuer, sag ich, gehe voran. Es ist genug. Wir müssen irgendwie aufstehen. Und weiß, ich habe einen Schock gehabt, als ich dann, gut, bei uns in Brasilien ist es ein bisschen so anders als in Deutschland. Man wird krank, aber man geht trotzdem zur Arbeit. Du versuchst eine Krankmeldung bekommen und du musst immer kämpfen für deine Krankmeldung. Die Arzt gibt dir vielleicht eine Woche und dein Chef sagt, du musst Arbeit kommen, ist genug. Aber hier dann, wenn du krank bist, dann du musst krank sein. Und manchmal ist die krank schon vorbei, aber du bist krank geschrieben. Und das tut mir immer noch, ich habe immer noch Probleme. Darf ich das? Darf ich nicht das? Ja, du bist krank geschrieben, aber darf ich nicht. Oh, dann bleib ich zu Hause. Ah, das ist nerv manchmal. Und mein erster Schock war, ich war in der Gemeinde, ich war krank. Und dann kommt eine Schwester und sagt, bleib krank, das ist in Ordnung, wir dürfen krank sein. Ersten Sonntag habe ich gedacht, oh ja, das tut gut, ja. Aber der zweite Sonntag, als sie das wieder gesagt hat, es kam so in mir so eine, ich war sauer, nein, ich möchte nicht mehr krank sein, in Jesu Namen. Weil du rufst die Krankheit über die Person. Du bist krank, ja. Oh, ich amen. Oh, ja. Oh, Jesus, du rette mich nicht mehr. Ja, Jesus, ja. Aber ich bin deine Diener. Ich diene dir bis an Ende. Du weißt, ich liebe dich. Aber es ist okay, ich trage diese Schmerzen auch. Aber diese Schmerzen, ich leide, Jesus. Du siehst, ich gehe deine Krise. Wer muss manchmal aufstehen und sagen, fertig, vorbei, in Jesu Namen, raus, Krankheit von meinem Haus. Ich mache das immer zu Hause, wenn wir alle krank sind, weil wenn zum Beispiel eine Grippe kommt, ne? Dann sind alle krank. Jetzt erst, keine Ahnung, eine von den Kindern, dann kommen wir und dann sind wir in diesen, ihr kennt diesen rotativen Tät, ne?
zu Hause. Jeder bekommt krank. Jeder wird krank. Aber am Ende, wenn ich der Letzte bin, oder egal wer der Letzte bin, und dann ist vorbei, ich öffne das Fenster, alle sagen, Jesu Namen, raus jetzt, Krankheit, komm nicht mehr zurück, tschüss, mach die Fenster wieder zu, fertig. Ich mache einfach dieses Ritual. Ich weiß, es sind nicht die Rituale, es ist mein Glaube an Jesus. Wir müssen irgendwie an den Punkt kommen und sagen, ist genug, fertig. Und der Arzt, bevor er wollte mir nicht krank schreiben, Herr Gerze muss arbeiten, aber habe ich Schmerzen. Ich kann nicht sitzen. Und dann kommt so der andere Arzt, brauchst du krank schreiben? Nein, danke, vielen Dank, ich möchte nicht mehr. Ist genug. Jesus lade uns ein, ihn anzurufen. Ja? Was mich begeistert an diesem Vers ist, dass es nicht von jemandem diese Einladung bekommen, sondern von Gott selber. Ruf mich! Ruf mich! Ja? So, ich finde das so ein Vertrauen, das kommt von Gott selber. Sage, ey, sein Wort, er lüge nicht, oder? Vielleicht dauert, ich weiß nicht, was er mit dir machen möchte, so wie bei mir. Es war hier alles okay, bei hier gab es wieder ein Problem. Alter war, ja, der Alter kommt jetzt, ich bin 50 geworden. Ja? Aber ich wusste, dass er wollte einfach etwas machen. Interessant war, das hat mich sehr beeindruckt, als ich kam, den ersten Tag. Dann kommt ein Junge und sagt, komm hier, Pastor, du kaputt bist. Komm hier, ich bete für dich. Ja, erst du kommst, sag, wow, ja, komisch, aber ja, du brauchst. Du kannst nicht mehr glauben. Du kannst nicht da deine Stolz sein. Ja, nein, ich bin Pastor von der Evangelmensee. Nein. Ja, Fábio, bete für mich. Und Fábio, Jesu Namen, Jesu Namen, Jesu Namen. Ja, heil und heil. Von dem Moment, ich habe gedacht, ich habe so wie eine Spritze gegeben, die Schmerzen war weg. Aber dann Abend habe ich wieder Schmerzen nach Hause. Aber von dort schon habe ich gemerkt, Gott tut etwas. Und ich habe angefangen, weil ein Junge, so wie Fábio, gesagt hat, ey, ich möchte für dich beten. Natürlich konnte ich gehen, es gab viele Leute da, die für mich beten. Aber ich war irgendwie da, genossen den Lobpreis, und dann kommt er zu mir und sagt, ey, ich möchte für dich beten. Ist egal von Wäsche, oder Pastor, oder Leitung, egal. Ja, wenn Gott Wunder tut möchte, dann er gebraucht werden möchte. Ja? Und deswegen finde ich es so cool, wenn Jesus sagt, ruf mich in der Not, ruf mich an, am Tag der Not. Ich finde hier so ein starkes Vertrauen in diesen Satz, so wie Jesus sagt, komm her zu mir, alle, ihr mühseligen und beladenen, komm zu mir. Ich habe einen Pastor gehört, er hat gesagt, wenn Leute krank kommen in die Gemeinde, habe ich schon Sitte, weil die Leute kommen zu ihm, möchte, dass er für ihn die Leute beten. Und er hat schon Angst, dass nicht Heilung passiert. Ne? Ja, das ist Jesus, der tut, nicht ich. Ich tue gar nichts. Aber Jesus, wenn mein Vertrauen in mir ist, dann geschieht nicht. Aber wenn Vertrauen in Jesus ist, dann geschieht es. Halleluja. Er gibt dir und mir diesen Freiraum, zu ihm zu kommen, ohne jegliche Rituale oder Regeln. Er sagt, ruf mich an am Tage der Not. Vielleicht bist du auch erstickt, vielleicht siehst du nur einen dichten Nebel, die dunkle Wolken über deinen Kopf, aber die Bibel lehrt uns, was wir am Tag der Not tun sollen. Erstens musst du am Tag der Not Jesus anrufen. Amen. Zu ihm hingehe. Unmöglich ist keine Option.
Ja? Rufe mich an am Tag der Not, sagt die Bibel. Gott ist unsere Zuflucht. Es gibt Zeiten, an denen du keine Auswege finden kannst. Nicht in deine Stärke oder Kraft, nicht in deine Geld, nicht in deine Familie, nicht in deine Religion, nicht in deine Freunde. Die menschliche Zuflucht ist zerbrechlich, sie ist verletzlich. Aber wenn alle Ressourcen der Erde schöpfend sind, können wir Gott suchen. Wir können den Namen Gottes, den Namen Jesus anrufen. Und Gott selbst lehrt uns und ermutigt uns dazu. Rufe mich an am Tag der Not, spricht der Herr. Was ihr nicht tun könnt, was Menschen nicht tun können, kann Gott als Antwort auf eure Gebete tun. Amen. Anstatt zu lästern, anstatt verbieten zu werden, anstatt gegen Gott zu rebellieren, anstatt auch nur daran zu denken, dein Leben ein Ende zu setzen, das passiert auch in der christlichen Gemeinschaft, such Gott am Tag der Not. Such Gott am Tag der Not. Wenn du an Tiefpunkt angelangt bist, ist die einzige sichere Richtung, in die du schauen kannst, nach oben. Schau nach oben. Schau auf Gott. Das ist Hoffnung. Es gibt einen Ausweg. Amen. Das ist einfach, dass du einfach an Gott schaust. Nicht gegen ihn rebellierst, weil die Situation ist da, wie Elke gesagt hat, durch den Eindruck. So lange, Herr, wie lange noch? Oder wann kommt das? Gott ist ein Gott, der hält seine Verheißung, in seine Versprechen. Und er bleibt und er ist treu und er macht es. Wenn er dir versprochen hat, dann tu es. Es wird in Erfüllung kommen. Und ich möchte, dass du anfängst. Wir gehen jetzt in den ersten Prozess jetzt. Wir gehen gerade in diesen Glauben hinein. Lass diesen Glauben hineinkommen in dein Herz heute. Lass diesen Glauben in dein Herz hineinkommen, das ist richtig. Es steht ja geschrieben, und ich will dich retten, spricht der Herr. Es ist wunderbar für dich, dies zu verstehen, denn es gibt viele Menschen, die durch Süchte, Drogen, Promiskuität und Gier gefesselt sind. Und wenn sich diese Person an Jesus wendet und nach den Namen Jesus ruft, gibt es Erlösung, es gibt Befreiung. Die Fesseln sind zerbrochen, die Eisentore sind geöffnet und du bist frei, wirklich frei. Halleluja. Aber ruf Jesus. Es ist Jesus Christus, der das sagt. Wenn ich, Jesus Christus, dich frei mache, dann wirst du wirklich frei sein. Du wirst die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird dich frei machen. Halleluja. Es ist auch so die Zeit, dass du deine Sache in die Hände Jesus legst. Jesus wird dich erhören. Rufst du mich am Tag der Not an und ich werde dich befreien. Halleluja. Jesus, Gott selbst, verspricht uns zu retten. Wie ich gesagt habe, ich liebe es, diesen Satz. Gott, sein Wort hielt, er hält für sein Wort. Als ich innen drinnen in diesem Auto war, der Unfall geschah, der Auto ist keine Ahnung, ich weiß, dass er vor unserem Auto, nicht über uns, sondern vor unserem Auto wieder auf Boden gelandet. Habe ich gesehen, dass meine Frau lebt. Sie ist raus, schneller. Alles hat verbrannt. Keine Ahnung, was alle heiß, Hitze im Auto. Und ich erinnere mich, ich öffne die Tür
Machen wir die Tür zu. Was mache ich erst? Rufe ich die Feuerwehr, rufe die Polizei. Was ich mache? Ah, soll ich die Schilder da vorne gehen? Nein. Es ist der Mann. Ich muss zu diesem Mann. Weil ich habe genau gesehen, bis wenn ich spreche, ich sehe den Mann vor mir, als er dann gemerkt hat, dass er einen Fehler getan hatte, weil er wollte nicht nach rechts, sondern er wollte nach links, er wollte wieder nach Esenhausen zurückkommen und er hat einfach seine Augen so gemacht und hat fest, ich habe keinen Weg raus. Wäre er dann rechts angebogen, dann würde ich vielleicht mit der anderen Bahn nehmen und überholen. Aber es gab keine Chance. Und ich sah, als er mir geguckt hatte, mit so einen Augen. Und das war, und dann sah ich schon, dass wir an, wie heißt das, diesen Leitblank, genau, diese Worte da. Sind wir da gelandet. Und dann ich sah, dass ein Teil von seiner Scheibe war nicht raus. Und ich habe den Teil raus, weil ich kleine bin. Das ist auch gut. Dann bin ich durch die Scheibe rein und er war geklemmt da, aber er war weg. Er war bewusstlos. Ich habe selber meine Hand in seine Nase zu gucken, ob er lebt. Ich vielleicht durch den Schock oder ich habe nicht gespürt. Die einzige Sache, die gesagt hat, er darf nicht sterben. Jesus, bring ihn zurück. Bring ihn zurück. Und ich habe gemerkt, dass kamen Leute und habe einfach geguckt. Und ich habe gesagt, in Jesu Namen, komm zurück. In Jesu Namen. Und Hand, seine Hand, seinen Kopf hier. Ja. Und seine Hand, die auch habe ich geheilt. Und ich habe gesagt, Jesus, bring ihn zurück. Jesus, ich akzeptiere nicht, dass er sterbe. Jesus, bring ihn zurück. Jesus, ich spricht Leben in dein Leben jetzt. Komm zurück. Und das waren meine Gebete, die ganze Zeit. Und dann ich habe gemerkt, dass der Mann macht so. Und dann blieb er so. Bis dass der Kranke war, der Feuerwehr kam, ein Mann und sagte zu mir, jetzt, ich nehme ihn, sie darf raus. Als ich rausgegangen, oder bevor ich raus, dann sah ich seine Augen und er öffnete seine Augen. Ich sage, Halleluja. Danke, dass er lebt. Für mich war wichtig. Ich kann euch 100% sagen heute, ich weiß nicht, wer er gestorben ist, wie ich danach umgehen kann. Obwohl nicht meine Schuld war. Aber zu leben mit dem Gedanken, dass du jemanden umgebracht hatte, dass ich denke, ich würde das nicht der Kraft. Aber der Mann lebt. Halleluja. Und bevor Petra rauskam, ich habe gesagt, hey, suche den Mann im Krankenhaus. Ich möchte diesen Mann treffen. Als ich im Krankenhaus kommen, sah ihn, komme zu ihm. Wie geht's Ihnen? Alles gut. Ja, ich lebe doch. Ja, das ist wichtig. Ja, habe ich gesagt, ja. Wissen Sie, Sie haben eine zweite Chance gehabt. Gott, Jesus hat Sie gerettet. Durch Jesus ist Sie hier. Und ich habe gefragt, darf ich für Sie beten? Und ich habe gesagt, ja. Dann habe ich für ihn gebetet. Und das war meine letzte Begegnung mit ihm. Und bin nach Hause gegangen, sage ich, Halleluja, er lebt. Als die Polizisten und die Feuerwehr hatten mir gesagt, weil ich seinen Kopf, so wie Petra gesagt, in die Position gehalten hatte, hätte ich sein Leben gerettet. Aber ich selber weiß, wer ihn gerettet hat. War nicht ich, war der Herr. Der Herr hat ihn gerettet. Und das ist so viel Freude in meinem Herzen. Diese paar Wochen, was ich erlebt habe mit dem Herr, das bringt mir mehr und mehr Begeisterung. Ein paar Tage mein Unfall war da wie auch in einem Unfall in der Autobahn. Es geht los jetzt. Die ganze Pastoren jetzt sind, ja.
Ihr Lieben, ich weiß, dass Satan, die Dämonen, die sind nicht happy mit uns hier. Die werden immer versuchen, uns von der Bahn zu, wie heißt das, zu werfen. Die werden irgendwie etwas machen, dass deine Freude weggeht, dass du einfach leidest, dass du einfach entmutigt bist, dass du keine Bock mehr, Jesus zu dienen. Du keinen Bock mehr in die Gemeinde etwas zu tun, weil es bleibt das Gleiche. Er wird ihm etwas machen. Aber Jesus ist groß, er ist der Herr. Und er ist unser Retter. So, ich möchte dir einfach ermutigen. Sei nicht da verlassen, ohne Hoffnung. Hey, Jesus ist deine Hoffnung. Du sollst Freude haben, du sollst tanzen, du sollst einfach jubeln, jeden Sonntag, weil wir haben die Möglichkeit, einfach hier zu kommen, in diesen Raum, wir haben noch Freiheit hier. Es werden die Tage kommen, wo wir keine Freiheit mehr haben, wo dieser Raum für uns verboten werden und wir uns verstecken. Dann genießen heute diese Gelegenheit, die du heute hast. Und du wirst mich verherrlichen, sagt der Bibelvers. Vielleicht ist es das, was in deinem Mund ist, auch jetzt noch bedauern. Es ist Murren, es ist Klagen, es ist Bitterkeit. Vielleicht hast du dich bei Gott bis heute nur über das Leben beschwert oder beklagt. Vielleicht hast du auch jetzt nur bittere, traurige, dramatische Worte auf deine Lippen, weil du Gott an die Seite gelegt hast und ihm nicht gesucht hast. Wenn du Gott suchst, wird Gott dich hören. Gott wird deine Schreien hören und er wird dir sogar einen Lobensang auf deine Lippen legen. Du wirst Jesus verherrlichen. Du wirst Jesus Lob singen. Du wirst Jesus die siegenreichen Taten Gottes in deinem Leben verkündigt. Du wirst zu einer Quelle werden, die die Menschen um dich herum Worte des Lebens spüren, sprudeln. Lob den Herrn. Er wird verherrlichen, verherrlich seinen Namen. Du wirst Gott verherrlichen, wo immer du ankommst. Du wirst eine neue Freude ausstrahlen. Oh, das ist schön. Ey, wir leiden in der Gemeinde, wir suchen immer noch. Wissen ihr, was mir begeistert hier in dieser Gemeinde, die ersten Tage, als ihr durch diese Tür kam? Die Begrüßungsdienst. Die Leute, die mich vorne begrüßen hat. Und die Begrüßung, die Person, die mich begrüßt hat, war eine Rede Gottes zu mir. Und gesagt, Vicente, hier ist dein Platz in dieser Gemeinde. Und heute wir fragen, kannst du begrüßen? Nein, habe ich keine Zeit. Menschen zu lachen, wenn die Leute kommen, diese Lachen Gottes, diese Herrlichkeit Gottes, einfach in deinem Leben sehen. Das macht einen Unterschied schon in den Menschen. Aber wenn du einfach Christen bist, die Jesus dienen, die lebendige Gott dienen, keine Lust haben, keine Freude haben, dann ich weiß nicht, was du hier machst. Das ist kein Platz für dich. Wir gehen durch hoch und tief. Ja, das ist, mit dir diskutiere ich das nicht. Ich selber manchmal gehe durch und tief, hoch und tief, ja. Aber das nehme nicht weg. Meine Chance, einfach vor dem Satan-Gesicht zu lachen. Oder? Wenn ich in die Gemeinde komme und euch sehe, ey Leute, von Herzen, ich habe richtig euch vermisst. Und auch, manchmal habe ich auch gemeckert. Menschen, die Gemeinde, die Gemeinde ist da, niemand macht gar nichts, keine Lust, ich selber habe keine Lust mehr. Aber was ich spürt hatte in dieser Zeit, der Not
in dieser Zeit der Unfall, dass die Gemeinde bei uns war, dass ihr bei uns war. Ihr habt uns für uns gekocht, unser Haus geputzt, für unsere Hunde gekümmert auch, eingekauft. Wir haben Essen nach Hause bekommen. Oh, was für eine wunderbare Leib, Christi. I don't know, wie viel Gabi, wie viel Mal sie von Krankenhaus Ravensburg nach Krankenhaus Friedrichshaf meine Kinder einfach mitzubringen und dann zu Petra bringen und da, ja, Joshua, toller Essen, den du immer gekocht hattest. Sarah Giovanni, Halleluja. Christel, ja, und viel andere, Marion mit Christian. Ja, hab für uns auch geputzt, Emma und Eddie sind da und viele andere, die haben angeboten. Gertrud, ja. Das war richtig toll. Verzeih mir, wenn ich nicht alle erinnert, aber das war richtig toll, so sehr. Das ist Gemeinde, Jesus. Warum nicht für diese Gemeinde zu kämpfen, mit dieser Gemeinde zu kämpfen? Warum nicht? Hey, Jesus ist in uns erleben, Halleluja. Du wirst Gott verherrlichen, wo immer du ankommst. Du wirst eine neue Freude ausstrahlen. Wo immer du deine Fuß setzt, werden die Leute nicht von dir fliehen, sagen nein. Diese Person möchte nicht begegnen, nach Gott, dass sie nach Hause. Nein, die möchte dich begegnen, weil es blinkt, es kommt Feuer von deinem Leben, es ist Helligkeit Gottes in dir. Und die möchte mit dir Zeit zu verbringen. Halleluja. Wo immer du deine Füße setzt, wird der Herr wie deine Stärke an deiner Seite sein. Und ein neues Lied auf deine Lippen legen. Gott wird deine Füße aus diesem Sumpf, holen. Gott wird deine Füße auf den Felsen festigen, der Jesus ist. Ich möchte den Namen Jesus groß machen, weil er mein Retter ist. Er hat große Dinge für mich getan. Für meine Familie, für dich, für unsere Gemeinde. Und wir sollen uns nicht schüchtern. Lass uns Gott verherrlichen. Die Gnade unserer Herr Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.